Hallo, folgende Situation. Ich nehme mir an sich gerne die Zeit, jedem einzeln ausführlich zu antworten, komme aber nicht hinterher. Ich habe hier 5 oder 6 Anfragen, sehr ähnliche Anfragen, die Ladezeitoptimierung betreffend, wo es ein Problem gibt bei der Cache-Generierung via Cronjob. Die meisten sind bei Istugo. Ich erlaube mir jetzt, ein Video aufzunehmen, das ich an alle, die es betrifft, schicke. In der Hoffnung, dass es der eine oder andere auch sieht, bevor solche Probleme bei ihm auftreten, davon abgesehen, dass sie nicht so wahnsinnig gravierend sind. Und natürlich auch, dass, wenn zukünftig das Problem auftreten wird, ich einfach nur aufs Video verweisen muss. Folgendes: Es gibt nun Version 1.4.3 der Ladezeitoptimierung, die ein Limit unterstützt. Symptom ist, es kommt eine Benachrichtigung von wegen Segmentation Fault auf Englisch bzw. Deutsch Speicherzugriffsfehler. Ganz schwer zu debuggen. Es ist nicht der eine Fehler, der irgendwo behoben werden kann. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass das Cronjob-Skript weniger Speicher verbraucht und die Ausführungszeit sinkt, das Risiko sinkt, mit zum Beispiel den Istugo Backup Cronjobs nächtlich zu kollidieren. Deshalb, wie gesagt, das Limit, Version 1.4.3 runterladen. Ansonsten, wenn es irgendwie Probleme mit der Ladezeitoptimierung und dem Cronjob gibt, achten Sie darauf, mindestens Version 1.4.2 zu haben, denn die ist mit Gambio 4.1 kompatibel. Und dann gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, die Ausführungszeit des Skripts zu reduzieren. Die eine gab es vorher schon, sie ist nur ziemlich untergegangen, kaum jemand weiß davon. Und zwar, wenn Sie einen Shop mehrsprachig betreiben, können Sie den Cache anhand der Sprache aktualisieren. Also zum Beispiel bei einem Cronjob-Aufruf nur die deutschsprachigen Seiten. In dem Fall, ich habe das hier schon mal vorbereitet, würde ein Cronjob in Plaskin etwa so aussehen. Der Pfad, den Sie einfach aus dem Admin-Menü kopieren, genauso wie den Token, der vor unberechtigten Zugriffen von außen schützt. Das Cronjob-Skript ist ja auch via URL aufrufbar. Und dann fügen Sie einfach Leerzeichen DE für Deutsch eben hinten mit an bei den Argumenten. Bei der PHP-Version achten Sie darauf, dass es dieselbe ist, unter der auch Ihr Shop läuft. Und dann geben Sie als Ausführungsintervall im Cron-Stil zum Beispiel an die 10 für immer 10 nach der vollen Stunde, Leerzeichen 2 Uhr bis 23 Uhr an allen Tagen die Woche und so weiter. Äquivalent zur deutschen Sprache würden Sie dann einen zweiten Cronjob anlegen, also nicht einfach wie ich jetzt hier den vorhandenen überschreiben, mit EN für Englisch, und der soll dann nicht um 10 nach, sondern sagen wir um 40 nach, also 20 vor der vollen Stunde, zu denselben Stunden ausgeführt werden. Das, wie gesagt, war bisher auch schon möglich. Neu ist jetzt das Limit. Auch das habe ich schon vorbereitet. Und zwar für den empfohlenermaßen nächtlich auszuführenden Cronjob mit Force und Cleanup-Parameter. Der Cleanup-Parameter sorgt dafür, dass nicht mehr benötigte Dateien gelöscht werden. Force heißt eine zwangsweise Aktualisierung der Dateien im Cache, wobei es in Wahrheit bedeutet, dass der Cache geleert wird und anschließend die Dateien neu in den Cache gelegt werden. Würde jetzt in dem Fall bedeuten, mit der 100 hinten dran, der Cache wird geleert, einschließlich der nicht mehr benötigten Dateien und anschließend 100 Seiten neu in den Cache gelegt. Das Ganze führen wir aus nachts um 1.20 Uhr, und kombiniert mit dem eben gezeigten Cronjob würde dann um 2.10 Uhr, war es für die deutsche Sprache, um 2.10 Uhr versucht werden, der Cache für die deutschsprachigen Dateien neu zu generieren. Auch hier könnten Sie ein Limit anfügen, dass Sie sagen, maximal 500 pro Aufruf. Das läuft dann um 2.10 Uhr, 3.10 Uhr und so weiter, bis der Cache komplett neu generiert ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Dateien pro Aufruf Sie am besten neu generieren lassen. Es ist ganz einfach davon abhängig, wie viele Seiten Ihr Shop hat und vor allen Dingen, wie leistungsstark der Server ist. Dann gilt es zu berücksichtigen, dass meines Wissens gegen 4 Uhr die Istugo Backup Cronjobs laufen. Mit denen sollte man nicht kollidieren, was den Force Cleanup Cronjob angeht. Zumindest minimieren Sie das Risiko, eben Fehlermeldungen über Speicherzugriffsverletzungen durch das Cronjob-Skript per E-Mail zu bekommen.
Apropos Ladezeitoptimierung. Da bekomme ich häufiger die Anfrage, was kann ich noch tun, um den Page Speed Score zu steigern, beziehungsweise die für Google relevanten Daten zu optimieren. Ich hatte dazu schon mal einen Blogbeitrag geschrieben. Es ist schwierig geworden mit Gambio und dem sehr kritischen Lighthouse, was Page Speed Insights inzwischen praktisch ist. Ich bleibe am Ball. Habe vor, bezüglich wichtiger Anforderungen vorabladen, etwas Kostenloses bereitzustellen, was die von Gambio heruntergeladenen Fonts via Prefetch-Link einfügt. Kann Ihnen auch gleich sagen, dass hier zwar was von 9 Sekunden steht, sich aber an den Werten weiter oben durch diese Optimierung rein gar nichts ändert, erfahrungsgemäß. Bilder in modernen Formaten bereitstellen und die nicht sichtbaren Bilder aufschieben. Da steht auf meinem Zettel, die WebP-Bildergenerierung und Lazy Loading noch besser auf das Malibu-Theme abzustimmen. Bilder effizient kodieren ist was, was bei den anderen beiden mehr oder weniger mit drin ist. Und dann fängt es aber schon an mit nicht genutztem JavaScript, was zu entfernen ist. Das ist ganz einfach Gambio, da kann man nichts machen, salopp gesagt. Bei Bilder richtig dimensionieren weise ich immer wieder gerne darauf hin, wenn ich sehe, dass da Slider-Images dabei sind, die in nur einem Format hochgeladen wurden, also einer Auflösung von 1200 mal was weiß ich wie viel Pixel. Gambio aber durchaus die Möglichkeit bietet, die Slider-Bilder für unterschiedliche Geräte oder unterschiedliche Auflösungen in unterschiedlichen Formaten hochzuladen und davon sollten Sie auf jeden Fall Gebrauch machen, damit nicht auf dem Smartphone ein 1200 Pixel breites Slider-Bild geladen werden muss.